Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie ihr seht, es geht gleich morgens bei mir los mit dem Niki natürlich in meinem Tragetuch. Ich möchte auch hier jetzt nochmal die Möglichkeit nutzen und herzlich willkommen sagen zu allen neuen Abonnenten hier. Es kommen doch einige immer wieder dazu und das freut mich natürlich sehr. Ich möchte auch noch die Möglichkeit nutzen, mich noch mal kurz vorzustellen. Mein Name ist Ina, ich bin 31 Jahre alt, habe drei Kinder. Einmal die Sophie, die ist 5 Jahre, dann den Mike, der ist 2 Jahre und der Nick, der ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre alt. Ich bin verheiratet, wir haben dieses Jahr, jetzt bald nächste Woche, Hochzeitstag. 8 Jahre sind wir verheiratet, 13 Jahre zusammen, sehr glücklich. Wir haben eine super Beziehung und wohnen in unserem Haus. Wir haben das gebaut vor 2,5 Jahren und fühlen uns dort auch sehr wohl. Rundum würde ich sagen, unser Leben ist perfekt, aber ich bin der Meinung, jeder sollte das von sich sagen können und sollen. Ansonsten soll man was verändern, wenn man nicht glücklich ist, ne? Also man soll sich sein Leben selber so gestalten, wie man möchte, damit man eben glücklich ist. Ich möchte auch mich bedanken für eure lieben Kommentare, als ihr sagt ja immer wieder, dass ihr das toll findet, wie ich meinen Alltag meistere. Und das freut mich natürlich sehr. Ich arbeite auch fast täglich, sage ich mal, an mir. Gar nicht mal so sehr an die Leistung an sich, die ich erbringe, sondern eher mental, psychisch. Ich sage mir auch immer wieder, ich bin eine tolle Mutter, ich mache alles toll, mein Haushalt ist gut, also quasi man im Verhältnis gut auch manchmal, ne? Also mir ist klar, dass der Haushalt als nicht perfekt ist, aber man muss das Große und Ganze sehen. Und deshalb sage ich immer, wenn man das Große und Ganze sieht, ist dafür mein Haushalt perfekt. Meine Kinder sind super. Also ich rede das auch alles immer sehr schön, sehr positiv und so. Und das gibt mir auch immer wieder Energie, ne? Und manchmal, wenn man jetzt, sage ich mal, auch so seinen Tiefpunkt hat, das habe ich auch manchmal, ne? Ist aber auch sehr wichtig, glaube ich, zu sagen, man muss da jetzt mal so reinfühlen, also einfach auch Gefühle zulassen. Viele denken, wenn man die Gefühle unterdrückt, dass das quasi diese Stärke ist, ne? Wenn man keine Träne mal verdrückt oder so, dass man dann halt eben stark ist. Aber ich glaube, das ist dann so im Unterbewusstsein dann immer drinnen so und das bremst einem im Alltag, ja, weil man immer denkt dann so, oh, das ist jetzt schwer, oh, das ist jetzt schwer und oh, wie soll ich das jetzt weitermachen, ne? Aber man reißt sich quasi zusammen und macht dann weiter und weiter und weiter, aber das ist dann wie so eine Blockade. Und ich glaube, die wahre Stärke ist auch einfach mal in diese Gefühle reinzufühlen und einfach auch mal danach, dann kann man sie loslassen. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ich jetzt manchmal denke, puh, jetzt ist es gerade schwer, dann fühle ich auch da rein, ne, und verdrück dann auch mal eine Träne und lasse es auf mich zukommen und dann stelle ich mich vor den Spiegel und sage dann wieder, du machst das toll, ne? Du bist eine tolle Mama, du hast wundervolle Kinder und auch wenn die Kinder jetzt, sage ich mal, gerade auch mit ihren Gefühlen zu kämpfen haben, dann sage ich auch immer, die sollen auch ihre Gefühle rauslassen, ne? Die sollen das ja auch nicht unterdrücken, weil sonst explodiert man irgendwann mal, wisst ihr? Und genau, also ich arbeite eher mental, psychisch viel mehr an mir, wie dass ich jetzt im Alltag arbeite. Weil das im Alltag, das kommt dann von ganz alleine, ne? Weil man dann mental stark ist, psychisch stark und dann funktioniert das alles ganz anders, weil man dann viel motivierter ist, ne? Wenn man dann immer so depressiv ist, sage ich mal jetzt ein bisschen extrem ausgedrückt, das bremst einem im Alltag. Dann hat man viel öfter das Bedürfnis, sich einfach hinzulegen, hinzusetzen, weil man immer das Gefühl hat, ich muss jetzt runterkommen, ich muss jetzt runterkommen, ich muss jetzt runterkommen, damit ich ja nicht ausbreche, nicht ausraste oder keine Ahnung, also dass ich ja nicht überfordert bin, ne? Dann hat man viel öfter das Gefühl, man muss sich halt eben hinsetzen. Aber bei mir ist das so, wenn ich, das sind einfach so Momente, wo ich denke so,
oh, jetzt ist gerade schwer, dann fühle ich da rein und denke, okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen traurig oder so. Und dann nach diesem Moment habe ich wieder so eine Energie, ne? Und es geht halt zu 100% einfach weiter. Ich fühle mich so frei, so wohl. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, weil ich mittlerweile kaum das Bedürfnis habe, mich einfach mal so hinzusetzen und ja, lange mich auszuruhen oder so. Bei mir ist das mittlerweile gar nicht so. Hatte ich früher tatsächlich öfter, aber sogar auch, wo ich keine Kinder hatte. Also es ist jetzt nicht wegen den Kindern, sondern es war auch wegen der Arbeit manche Dinge, die mich dann einfach vielleicht psychisch belastet haben, wo ich dann nach der Arbeit gedacht habe, oh, ich muss jetzt runterkommen. Kennt ihr das? Wenn ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder sei es irgendwie was mit Freunden oder mit Familie, was einem so bedrückt, ne? Dann kommt man nach Hause, man ist so erschöpft und denkt, man muss jetzt erstmal sich aufs Sofa setzen, vielleicht einen Film angucken oder so, um einfach runterzukommen. Aber ich glaube, man möchte so die Gefühle auch unterdrücken, ne? Man denkt, wenn man da jetzt reinfühlt, dass man dann Schwäche zeigt oder wenn man drüber redet, das ist dann auch ein Zeichen der Schwäche. Ich bin auch so eine Person, ich würde jetzt nicht mit jedem über meine Gefühle reden, aber ich habe so, gerade mein Mann natürlich, das ist so meine Person, mit der ich über alles reden kann. Und dann setzt man sich dahin und redet dann, ne, dann kommt das alles raus und dann ist auch wieder gut. Danach fühlt man sich so, so stark, ne? Also dieses runterschlucken, Gefühle runterschlucken, das glaube ich, ist nicht so, ja, ist nicht so gut. Ich glaube, das bremst einem einfach im Alltag. Ja, also wie ihr seht oder auch nicht, habe ich ja euch von morgens mitgenommen. Ich hatte dort auch einen Termin mit der Sophie. Sie hatte die U3, U3, die U9. Sie ist ja schon 5 Jahre alt. Und das war so super. Sie hat so toll mitgemacht, ne? Und auch die Arzthelferin hat gesagt, dass sie so, so toll ist. Und ja, ich meine, ich sehe das ja, ne? Ich sehe sie ja jeden Tag. Ich sehe, was sie, ja, was sie für eine Entwicklung macht und so. Und ihre Gedankengänge, die faszinieren mich. Was sie, wie tiefgründig sie ist, ne? Was für Gefühle sie hat, wie sie Dinge auch schon deuten kann in ihrem Alter. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr toll. Sie hat alles so super gemacht. Ich war sehr stolz auf sie. Und genau, an dem Tag habt ihr jetzt vielleicht auch gesehen, hatte ich nicht so viel Zeit zum Kochen. Ihr wisst vielleicht, dass ich sehr viel nach Plan mache. Ich mache mir immer jede halbe Stunde eine Aufgabe rein. Wieso mache ich das für eine halbe Stunde? Manche Sachen sind für eine halbe Stunde ja zu klein, sag ich mal. Betten machen, halbe Stunde. Wer braucht eine halbe Stunde zum Betten machen? Aber ich mache das bewusst so, weil ich ja drei Kinder habe. Es kann ja sein, dass jemand dazwischen kommt, dass ich stillen muss oder so, oder dass jemand an der Tür klingelt, der Postbote, dass ein Anruf kommt, etc. Deshalb mache ich das bewusst eine halbe Stunde, keine 15 Minuten, weil 15 Minuten, das stresst mich. Ne? Weil es kann sein, dass ich in diesen 15 Minuten gar nicht zu diesem Punkt komme. Es kann auch sein, dass ich in einer halben Stunde nicht zu diesem Punkt komme. Dann ist es aber in Ordnung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer halben Stunde schaffe, die Betten zu machen, das Betten zu machen, ist höher wie jetzt, sag ich mal, in 15 Minuten. 15 Minuten spreche ich jetzt gerade an, weil es gibt dieses Fly-Lady-Prinzip. Da wird der Haushalt nach 15-Minuten-Takten gemacht. Ne? Aber ich fahre mit diesen halben Stunden besser. Ich habe das einfach spontan letztes Jahr angefangen mit diesem Plan, weil ich den Plan gekauft habe im Teddy. Der war ganz günstig, 7 Euro, aber es ist ein riesiger Plan, ja, so ein DIN A4-Plan. Und dort ist halt alles in halben Stunden Taktung drin. Und dann habe ich angefangen, einfach dort die Aufgaben reinzuschreiben, Betten machen, Frühstück machen, Lunchboxen richten, etc. Ja, also wirklich alles so reinschreiben. Und das hilft mir einfach so, so sehr im Plan. Und auch jetzt, seitdem Nick da ist, funktioniert das ganz gut. Wenn ich merke, okay, ich kann ihn jetzt nicht ablegen, kommt er ins Tragetuch rein und ich mache einfach weiter. Und wenn ich jetzt auch mal was nicht schaffe, dann ist es auch in Ordnung. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Genau, ich habe jetzt gerade mit dem lieben Mikey die Weihnachtsdeko ein bisschen aussortiert. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Jetzt habe ich das dieses Jahr nochmal gemacht, einfach geguckt, welche Sachen ich nicht benutzt habe, weil wenn ich sie jetzt letztes Jahr nicht benutzt habe, dieses Jahr nicht benutzt habe, dann werde ich sie auch nächstes Jahr nicht mehr brauchen. Deshalb bin ich da jetzt einfach nochmal durchgegangen und habe Sachen aussortiert. Ja, und ach, was ich noch sagen wollte, hier seht ihr ja auch, ich habe dann ein schnelles Mittagessen gemacht. Ne? Da kommt dann auch meine Pommes dann daher oder irgendein Tiefkühlgericht oder Nudeln oder so. Das, was halt schnell funktioniert, dass ich trotzdem so, sage ich mal, in meinem Plan bin. Weil wenn ich nicht im Plan bleibe, dann, ja, die anderen Punkte gehen dann, leiden darunter, wisst ihr? Ich habe ja auch am Abend manchmal eine halbe Stunde Fernsehzeit drin oder lesen oder sowas, ne? Und das leidet dann darunter, aber das braucht man für seine mentale Stärke auch. So, ihr Lieben, das Video, das beendet jetzt gleich. Endet jetzt gleich. Schön, dass ihr da wart. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Gern ein Like, Kommentar oder ein Abo da lassen, wenn ihr das möchtet. Tschüss.